Hey, man macht Kiffen eigentlich gleichgültig? Das ist mir doch egal. Ja, ich begrüße euch und ich habe mir also noch mal mehr Gedanken zu der Sendung gemacht und ein bisschen recherchiert. Und der Dr. Kurt Blaß aus Wien, der ist übrigens auch dabei und ja, wird euch auch noch was dazu sagen. Macht Cannabis eigentlich gleichgültig? Ist das wirklich so? Es wird generell auch immer viel vom Kiffen geredet. Ich finde das eher ein bisschen abwertend und lasst uns sagen, Cannabis konsumieren. Also was ist am Cannabis konsumieren dran? Ja, bedeutet, Kiffen macht gleichgültig, also konsumieren macht gleichgültig, gleichzeitig auch das Konsumieren faul und dumm macht. Ja gut, es macht also eher lethargisch oder antriebslos, so die Darstellung aus dem Funk und Fernsehen, wie man die so kennt. Aber, oder so wie bei The Dude aus Big Lebowski, der Inbegriff eines arbeitsscheuen und antriebslosen Kiffers, so wird er da zumindest dargestellt. Ja, in einer misslungenen Kampagne der australischen Regierung, übrigens aus dem Jahre 2015, wurden junge Kiffer als Faultiere sogar bezeichnet. War auch ein bisschen daneben, würde ich jetzt mal sagen. Aber woher kommt jetzt eigentlich diese Aussage, Kiffen macht gleichgültig? Warum ist das so? Also angeblich führt der exzessive Konsum dazu, dass die Nutzer in vielen Lebensbereichen nicht mehr so leistungsfähig sind wie vorher halt. Also Fakt ist aber doch, dass es sehr berühmte und erfolgreiche Cannabiskonsumer gibt. Hierzu zählen Größen wie ja, Arnold Schwarzenegger, Bob Marley, Joko und Klaas, wenn man die als Größen nennen kann, Stefan Raab, tausend andere Künstler, Sänger, Wissenschaftler, eigentlich aus allen Berufs- und Gesellschaftsschichten. Also wir sind so daran gewöhnt, faule Kiffer auf den Bildschirmen zu sehen, dass wir eigentlich nicht mehr darüber nachdenken, ja, ob das eine angemessene Darstellung überhaupt ist. Ja, man sollte vielleicht auch mal mehr Unterscheidung treffen, denn es macht sicherlich einen Riesenunterschied, ja, ob ich jetzt von morgens bis abends mir die Birne zurauche oder vielleicht nur ja, abends nach der Arbeit mein Häppchen konsumiere. Finde ich, da sollte man einfach Unterschiede machen. Es gab übrigens auch eine Studie bei der International Journal of Neuropsychopharmacology, wenn ich das richtig ausspreche. Da haben auf jeden Fall über 270 Jugendliche und erwachsene Konsumenten daran teilgenommen und sie in den letzten 3 Monaten mindestens einmal und im Schnitt 4-mal wöchentlich die Pflanze konsumieren lassen. Und ja, da gab es halt eine Kontrollgruppe von Nichtkonsumenten, die hinsichtlich Alter und Geschlecht gleich zusammengesetzt war. Ja, und die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die während der Studie allesamt nüchtern waren, mussten also Fragebogen ausfüllen, so den Grad der Freudlosigkeit sozusagen und der Apathie zu messen. Also etwa, wie gerne sie mit Familie und Freunden zusammen sind oder wie wahrscheinlich es ist, dass sie eine Aufgabe bis zum Ende durchziehen. Ja, und die Kifferinnen und Kiffer oder auch Konsumenten genannt, schnitten bei der Anhedonie etwas schlechter ab als Nicht-Konsumenten, also die sich beim Spaß haben wohl etwas leichter tun oder leichter tun dürften. Doch bei der Apathie gab es eigentlich keinen Unterschied. Ja, die Forschenden fanden noch keinen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Cannabiskonsums und der Apathie oder der Anhedonie bei den Personen, die konsumierten. Also in einer Anfang des Jahres veröffentlichten Arbeit fand das Team bei beiden Gruppen zudem keinen Unterschied in den Belohnungsmechanismen, zum Beispiel im Gehirn. Ja. Aufgrund der Nüchternheit der Testpersonen während der Studie konnten die Forschenden allerdings nicht ausschließen, dass die Motivation der Menschen nachlässt, wenn sie unter dem Einfluss der Droge steht. Ja. Deshalb wird dieser Frage in der nächsten Phase
der groß angelegten Untersuchung nachgegangen. Ne? Cannabis reduziert wahrscheinlich die Speicherfähigkeit des Gehirns. Also das Gedächtnis leidet also und das Lernen soll stark eingeschränkt werden oder sein. Gerade bei jüngeren Menschen sagt man, wer bekifft zum Beispiel im Unterricht sitzt, ist weniger aufmerksam, nimmt weniger wahr, ist also irgendwo mit den Gedanken und kann das Aufgenommene also auch weniger speichern. Ja, typisch für Cannabisabhängige soll sein, dass sie auch eine Art halt diese Gleichgültigkeit gegenüber Freunden, der Freundin sogar oder Eltern oder in der Ausbildung gegenüber Vorgesetzten und generell kann man das aber einfach nicht behaupten, weil es eben doch nur bei einem gewissen Prozentsatz stattfindet. Also es gibt eben auch andere, bei denen das anders ist. Ja. Es kommt aber viel eben auf das Elternhaus an, was die für eine Erziehung haben, was die für einen Freundeskreis haben und so weiter. Fakt ist aber, Cannabis kann, wie auch andere Drogen auch, eine Abhängigkeitserkrankung verursachen. Ein wichtiges Kriterium der Abhängigkeit ist die Häufigkeit und das generelle Suchtpotenzial der Person. Ja, und da gab es auch für eine aktuelle Studie, hat eine Frau Dr. Skumelin, also dass wir wohl mit dem Stereotyp vom faulen, antriebslosen Kiffer aufräumen sollten, denn es sei stigmatisierend und es könnte so ja, berechtigte Botschaften in Sachen Cannabiskonsum untergraben. Also wir müssen ehrlich und offen darüber sprechen, was die schädlichen Folgen des Cannabiskonsums sind und was eben nicht. Und was noch wichtig ist, Leute, was auch nicht unerwähnt bleiben sollte, die meisten rauchen einfach das, was da ist, das, was sie auf dem Schwarzmarkt bekommen. Ja. Und bei den Sorten gibt es erhebliche Unterschiede bezüglich Wirkung. Ja. Vor dem Schlafengehen oder bei den Schmerzen sollte ich vielleicht eine andere Sorte wählen, als wenn ich jetzt zur Party gehe oder eine Fahrradtour machen will. Ja. Ja, und auch darf man nicht vergessen, dass die Gefühle und Zustände grundsätzlich von Cannabis verstärkt werden. Also hat man vorher schon eine Lustlosigkeit oder auf viele Sachen vielleicht keinen Bock, dann wird sich das durch den Konsum auf jeden Fall verstärken, in den meisten Fällen zumindest. Ja. Typische Krankheitsbilder, also wo es wirklich eine positive Wirkung zeigen kann, ist zum Beispiel PTBS. Also posttraumatische Belastungsstörungen, Burnout, Stress, Depression, ADHS, Multiple Sklerose. Aber dazu wird euch jetzt der Dr. Blas auch noch mal kurz was sagen. Hey, natürlichekraft.de. Schauen wir mal. Oh, Kaffee. 220 Milligramm. So, machen wir das mal auf. CBD-Kaffee. Also ich rieche Kaffee. Ist, glaube ich, auch schwer. Ich habe mal gehört, mit Kaffee kann man sogar anderen Geruch übertünchen. Ja, und die in Kolumbien kennen sich aus. Aber schauen wir jetzt mal, wie er schmeckt. Ich tue das jetzt einfach mal ein bisschen hier rein. Keine ganzen Bohnen. Ich trinke meinen Kaffee ja mit Milch. Da bin ich mal gespannt. Riechen tut man es ganz leicht. Kann aber auch Einbildung sein. Ich hole ein bisschen Milch dazu. Hat eine schöne Stärke. Mhm. Das liegt natürlich zur Kaffeemaschine auch. Aber ein schöner Geschmack. Man merkt wirklich einen leicht anderen Geschmack. Und ich bin mal gespannt, wie die Wirkung ist. Lieber Dr. Kurt Blas, schön, dass ich bei dir sein darf und du mir ein paar Fragen beantwortest zum Thema Cannabis und die Gleichgültigkeit. Und ja, ich habe dazu schon ein kleines Vorwort gesagt und für mich ist es ganz wichtig, dass du da als Mediziner auch was zu sagst. Ist Cannabis eigentlich hilfreich oder beziehungsweise gerade so diese Gleichgültigkeit? Also bei welchen Sachen kann man sagen, schön, dass es das gibt oder da ist es hilfreich? Ja, da gibt es sicher eine Menge zu sagen. Eines, was ich immer wieder sehe, tagtäglich sehe, ist ganz wichtig, eine Gleichgültigkeit, die man an den Tag legen muss, ja, wenn man an einem Tumor erkrankt ist, wenn man ein Karzinom hat, ja,
Man kann nicht die ganze Zeit voll der Angst sein, den ganzen Tag sozusagen Gedanken haben, kreisende Gedanken haben, wie lange werde ich noch leben, ja, wie wird die Physiotherapie ausgehen, wie wird die ganze cannabismedizinische Therapie anschlagen. Ja. Und da ist es ganz wichtig, wenn man das Medikament gibt, weil es lindert die Angst. Es reduziert die Angst, es verbessert die Stimmung, es reduziert den Schmerz. Und das ist ganz wichtig, weil das die Lebensqualität verbessert, fördert. Und da brauchen wir einfach eine Distanz. Ja. Und diese Distanz können wir mit den Cannabinoiden erreichen. Das ist eine große, große Sache. Was auch noch ganz wichtig ist, das ist der Schmerz, das ist der chronische Schmerz. Mhm. Warum ist das wichtig? Der nagt den ganzen Tag, er macht Beschwerden. Ja, man kann sich nur mehr mit diesem Schmerz auseinandersetzen. Ja, gar nichts anderes ist mehr wichtig im Leben. Ja. Und da haben die Cannabinoide auch wieder diese lindernde Wirkung, ja, diese beruhigende Wirkung. Und das ist ganz interessant, das sehe ich eigentlich nur bei den Cannabinoiden, das sehe ich bei keinen anderen Schmerzmittel, auch nicht bei den ganz, ganz starken Schmerzmitteln, den Opiaten. Nämlich, die Patienten sagen mir, na Herr Doktor, das Medikament ist nicht schlecht. Ja? Die Schmerzen lassen nach, vielleicht zu einem Drittel, vielleicht ein bisschen mehr. Ja? Ich spüre sie nach wie vor, hier und hier sind die Schmerzen. Aber wissen Sie, das Großartige dabei ist, ja, die Schmerzen sind mir egal geworden. Sie sind mir nicht mehr wichtig. Ich kann mich mit anderen Themenkreisen beschäftigen. Ich gehe lieber heute in die Oper oder ich gehe zu meinen Nichten und Neffen, gehe mit denen spielen, das ist mir wichtiger geworden. Also die Distanz zum Schmerz ist großartig und das erreicht man mit den Cannabinoiden, noch nebenbei gesagt. Die Distanz ist da und es ist auch eine Distanz da zur Abhängigkeit. Man wird nicht abhängig. Ich würde sagen, im Gegensatz zu Opiaten. Im Gegensatz zu den Opiaten, die ja große, große Sorgen machen, weltweit große Sorgen machen. Die Opiatabhängigkeit nimmt ja weltweit zu. Es gibt ja diese Opiat-Crisis in den Vereinigten Staaten, wo tagtäglich noch circa 240 Leute sterben. Man muss sich das vorstellen. Die sterben wegen einer Überdosierung, meistens mit Heroin, weil das günstig zu erwerben ist. Ja. Und da ist auch die großartige Wirkung der Cannabinoide zu erwähnen. Man kann diesen Menschen helfen, indem man ihnen Cannabinoide gibt und so die Opiate reduzieren kann, ausschleichen kann. Ja. Und so einen sehr raschen, halbwegs angenehmen Opiatentzug mit diesen Menschen machen kann. Wie sieht es aus mit Burnout? Burnout ist ein großes und wichtiges Thema. Beim Burnout gibt man heute nicht nur Cannabinoide aus der THC-Klasse, sondern man gibt auch sehr viel CBD. Okay. Auch ganz wichtig. Das macht auch CBD diesen Scheißegal-Effekt, also diesen Gleichgültigkeitseffekt? Ja. Aber es macht ihn in einer anderen Art und Weise. Ja? Es beruhigt, es entspannt, es gibt eine Tiefenentspannung, eine Tiefenentspannung, die einem nicht vernebelt und nicht müde macht, zumindest in der Dosierung, wie wir es anwenden. Also sind wir auch bist du auch bei diesem Effekt, dass der auch wirkt bei Angst, Panikattacken? Ja, das ist eben der große Einstieg von CBD, dass man diese Substanz gut bei Angst- und Panikattacken geben kann. Ja? Viele raten ja von diesem, bei Depressionen zum Beispiel, bei Cannabis ab. Es kommt dort nicht eigentlich auch ein Gleichgültigkeitseffekt zustande? Also ich rate bei einer Depression nicht ab. Ich rate vor allem dann nicht ab, wenn die Patienten schon alle möglichen Antidepressiva und Neuroleptika und Tranquilizer durch hatten, dann rate ich ganz sicher nicht ab. Sondern dann rate ich an. Ja. Ja, okay. Und dann kann man sich mit dem Patienten zusammensetzen, man macht ein Therapiekonzept aus, ja, und man gibt mittelmäßig dosierte Cannabinoide, man kann das in unterschiedlicher Form machen. Es hilft ihm am Abend,
den Schlaf zu finden. Und das ist bei jemandem, der eine Depression hat, wichtig. Richtig, ja, er braucht 6-8 Stunden, wo er sich nicht quält und geistig auseinandersetzen muss mit seiner Angst, mit seiner Stimmung. Ja. Also ein ideales Medikament, also bei Depressionen, auch bei manisch-depressiven Erkrankungsbildern, bei sozusagen bipolaren Störungen, wie man sie bezeichnet. Leider gibt es da viel zu wenig Kollegen, Kolleginnen, die sich darüber trauen. Okay. Ich verstehe auch warum, weil es ist ja eine Erkrankung mal so, mal depressiv, mal manisch. Ja? Mhm. Und wie soll man das Medikament richtig einsetzen? Mhm. Das bedarf natürlich einer engmaschigen Kontrolle. Ja? Und das bedarf einer guten Betreuung und einen guten Draht zum Patienten. Mhm. Dann kann man so etwas machen. Sonst würde ich auch davon abraten. Verstehe. Ja? Auch ein Thema, was mir unter den Nägeln brennt, ja, weil es eigentlich so selten diskutiert werden darf, ja, das sind Patienten, schizoide Patienten, schizophrene Patienten, Patienten, die schon einmal Psychosen hatten, ja, aber keine drogeninduzierten Psychosen. Ja. Mit denen kann man, mit schizophrenen Patienten, kann man ohne weiteres auch arbeiten. Okay. Ja. Man gibt ihnen niedere Dosen zu ihren schulmedizinischen Medikamenten dazu. Das kann man ohne weiteres machen. Ja. Das führt auch dazu, wenn man zum Beispiel Neuroleptika mit Cannabinoiden kombiniert, dass beide etwas stärker wirken. Mhm. Und vor allem ganz wichtig ist bei einem schizophrenen Patienten, dass man ihm die Ängste nimmt, die Angst, die er hat. Ja. Und schizophrene Patienten haben viele Ängste. Unterschiedliche Ängste, Verfolgungsängste zum Beispiel, ja, oder Ängste, mit irgendetwas in Kontakt zu treten. Ja. Und diese Ängste können gelindert werden. Okay. Das ist wichtig. Jetzt ist ja so, man sagt ja, man ratet davon ab, also bevor das Gehirn ausgewachsen ist und der Körper, und es kann ja in der Entwicklung schaden und so weiter. Wie ist es denn jetzt, wenn ein 16-Jähriger Krebs kriegt? Ist es dann eher zu befürworten, sowas zu nehmen, oder? Das ist ja gar keine Frage, nicht? Das ist ja ganz ein anderes Thema bei einer Tumorerkrankung eines Jugendlichen oder eines Kindes, ja? Muss man ja maximale therapeutische Maßnahmen treffen, ja? Und diese maximalen Maßnahmen sind entweder Chemotherapie, ja? Ich würde mal sagen, Chemotherapie ist wohl ein bisschen stärker wirksam als wie ein Cannabinoid. Ja. Damit kann man schon viel mehr anrichten, auch Nebenwirkungen erzeugen. Ja. Da ist die Frage, Cannabinoide zu verwenden, eine sehr leichte. Ich würde es auf jeden Fall machen. Ja. Okay. Weil man zum Beispiel die Nebenwirkung der Chemotherapie lindern kann. Ja. Weil man die Ängste eines Kindes lindern kann. Mhm. Ja. Weil man die Schlafqualität eines Kindes verbessern kann, ja? Weil man den sozialen Kontakt, den Umgang mit den Eltern, mit dem Pflegepersonal verbessern kann, mit Cannabinoiden. Ja? Ja? Also auf jeden Fall würde ich einem Jugendlichen oder einem Kind Cannabinoide verschreiben. Ja? Okay. Und ich würde nicht nur Cannabinoide aus der THC-Klassifikation verwenden, sondern ich würde auch zusätzlich bei einem Tumor CBD, Cannabidiol verwenden, dies sogar in einer sehr, sehr hohen Dosierung. Beim Kind hängt das natürlich von der Körpergröße und vom Gewicht ab, aber man könnte dann schon so 200 bis 300, vielleicht sogar 400 bis 500 Milligramm CBD pro Tag über den Zeitraum von mehreren Monaten einsetzen. Ja? Das kann man sehr gut machen, auch in Kombination mit THC. Also Leute, Fazit: Es kann bei vielen Krankheiten sehr gut helfen, und auch da hilft die Scheißegal-Einstellung gerade, kommt dann zugute, aber bei einem Langzeit-Freizeitkonsum kann es zu Entwicklungs- und Sozialstörungen kommen. Also genießt alles mit Vorsicht und macht eure Pausen. Und vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Wir sehen uns. Alles Gute und gesund. Im nächsten Jahr. Genau. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Ihr konntet was daraus ziehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure
Erlebnisse und Eindrücke in die Kommentare schreibt, wie ihr das empfunden habt. Ja, und den Rest, was ich sagen sollte, habe ich vergessen. Ist mir auch egal. Bis dann. Ciao.